Wir haben zum sehr, sehr späten Abend noch eine Eilmeldung, denn ich habe noch zwei spannende Artikel aus dem Tagesspiegel gelesen und ich bin jetzt schon gespannt, wie lange das Video online sein wird, wie lange es dauert, bis es mal wieder zensiert wird. Aber für Notfälle habe ich unten noch einen zweiten Backup-Kanal verlinkt, den ich aus 2013 wieder reaktiviert habe. Also wir sind jetzt ganz gut aufgestellt vorerst. Aus sehr, sehr mysteriösen Umständen ist das Wieler-Video übrigens momentan wieder da. Ich kann euch nicht so genau sagen, woran das liegt. Offensichtlich hat Zensuristan doch mitbekommen, dass es ein kleines bisschen Hirn verbrannt ist, alles zu sperren, was in Richtung Regierungskritik geht. Es ist zumindest mit dem Stand 20 Uhr noch was aktuell wieder abrufbar. Aber kann gut sein, dass es morgen direkt wieder wegzensieren. Ich weiß nicht, was da gerade schief läuft. So, wir gucken aber direkt zur eigentlichen Meldung. Denn es scheint so, als würde ein lang gehegter Traum unseres Lieblingsparanoia-Piloten Söder endlich in Erfüllung gehen. Er hat es lange, lange gefordert, hat immer wieder aufmerksam gemacht, die Menschen dafür sensibilisiert, dass wir doch unbedingt noch viel härtere Maßnahmen brauchen. Denn wir haben alle gelernt, wie wundervoll es funktioniert, wenn man die Menschen wegsperrt. Wir schauen nach Italien, wir schauen nach Frankreich. Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, eigentlich nicht so wirklich. Die haben angeblich immer noch die höchsten Zombie-Seuchenzahlen, obwohl sie die Menschen de facto monatelang fast inhaftiert haben in ihre Wohnungen. Wie man also auf die Idee kommt, dass es in Deutschland anders wäre, wenn man die Menschen hierzulande wegsperrt, wie man darauf kommt, dass dann die heilige Zombie-Seuche plötzlich schwuppsdiwupps erledigt ist, das weiß wohl nur der Oberschwurbler Söder. Aber das ist nicht Anlass der Eilmeldung. Es geht um etwas anderes, was nun der Tagesspiegel getitelt hat, bei dem ich auch dachte, also so langsam, da sind doch die Synapsen irgendwie abgeraucht. Denn Söder hat angekündigt, landesweite Ausgangsbeschränkungen, nennt man das ja mittlerweile im modernen Justizvollzug, ja, kleiner Scherz am Rande, landesweite Ausgangsbeschränkungen ab Mittwoch zu verhängen. Na klar, da muss rein formal natürlich noch der Bayerische Landtag zustimmen am Dienstag. Die Frage ist nur, werden die es wagen, Sonnenkönig Söder zu widersprechen? Ich befürchte, nein. Das würde wiederum bedeuten, wenn der Landtag das Konto dann durchwinkt, dass die Menschen in Bayern ihre Wohnung grundsätzlich nur noch mit driftigem Grund verlassen dürfen. Nachts soll sogar eine komplette Ausgangssperre gelten in angeblichen Hotspots. Ja, wie die definiert werden, das haben wir ja nun gelernt. Selbst Kubicki mahnt an, dass die Zahlen der Bundesregierung zu höchst unseriös sind. Interessiert einen Söder allerdings nicht. Ab einem angeblichen Inzidenzwert, eben jener Wert, der von laut Kubicki, wie gesagt, nicht gerade sonderlich seriös zustande kommt, das hatten wir ja besprochen, denn den kann man sich de facto zurecht testen, wenn man ein bisschen Lust drauf hat. Gut, ich drücke das jetzt mal ganz platt aus, wenn man da Lust drauf hat. Da kann man sich auch noch bösere Herangehensweisen unterstellen. Das überlasse ich aber absolut euch. Fakt ist allerdings, selbst die FDP hat erkannt, die Grundlage, auf der die angeblichen Schutzmaßnahmen beruhen, die steht auf äußerst wackeligen Beinen. Ich bin gespannt, wie lange der Vizevorsitzende der SPD, der FDP überhaupt noch sich zu Wort melden darf. Mal schauen, wie lange es dauert, bis er aus dem Plenarsaal wegzensiert wird oder so. Kennt man ja aus gewissen Regimen auf dieser Welt. Würde mich nicht wundern, wenn es in Deutschland auch in die Richtung geht. Aber das sehen wir in einigen Wochen oder Monaten. Ich glaube, so lange müssen wir da gar nicht mehr warten. Söder fordert nun die Ausgangsbeschränkung bei Tage und die Ausgangssperren bei Nacht bei angeblichen Inzidenzwerten von mehr als 200 sogenannten Neuinfektionen. Ja, 200 positive Tests auf 100.000 Einwohner. Ein bisschen perfide ist, dass man bei kleineren Gemeinden, bei kleineren Städten das kurz dann einfach hochrechnet. Das bedeutet, wenn man von 20 Einwohnern in Buxtehude Nordostausbau 10 positiv testet, hat man de facto eine Inzidenz von 50.000 auf 100.000 Einwohnern. Ist jetzt natürlich ziemlich hirnverbrannt, das so zu tun, aber offenbar fließt das mittlerweile in den Alltag dieser Wissenschaftler ein. Das scheint schon lange keine, in Anführungszeichen, Verschwörungstheorie mehr zu sein. Neben den Ausgangssperren, die der Söder anscheinend gar nicht mal so doof findet, wenn ich mir die Mimik anschaue, mit der er sie verkündet hat, na klar, hat getan, als wäre er tief betroffen. Ich kaufe dem das aber nicht ab. Also man kann ja an dem, wie jemand etwas sagt, schon ein Stück weit ablesen, was die Person eigentlich meint, beziehungsweise ob die Person da tatsächlich jetzt traurig und tief betroffen von ist. Auch das ist natürlich euch überlassen, wie ihr die Mimik eines Herrn Söders deutet. Ich für meinen Teil halte ihn für absolut hinterfotzig und verlogen. Ich denke, das darf man in Deutschland ja noch aussprechen. Falls nicht, wie gesagt, ich habe einen Backup-Kanal eingerichtet. Naja, traurig, dass man sowas mittlerweile tun muss. Ebenfalls verboten werden soll der sogenannte kleine Grenzverkehr. Der ist nur noch dann genehmigt, wenn ihr Verwandte ersten Grades besucht oder zur Arbeit fahrt. Alles andere, liebe Menschen, die im Grenzgebiet leben, beispielsweise spazieren an der frischen Luft auf der anderen Seite der Grenzlinie, ist eine tödliche Gefahr. Und da sollten wir dem Söder doch dankbar dafür sein, dass er verhindert, dass ihr euch dieser Gefahr aussetzen könnt. Ich weiß zwar nicht, was jenseits der Grenze gefährlicher sein soll als in Södernistan, aber gut, das hat sich der Söder bestimmt bestens überlegt, denn wir haben ja keinen renommierteren Wissenschaftler in diesem Land. Er ist nicht der Einzige. Er hat noch ein bisschen was zum Thema Schulen erzählt. Die sollen nun in einen
Wechselunterricht wechseln, beziehungsweise die sollen nun ab Klasse 8, war das, glaube ich, dann in den Fernunterricht gehen, ab einer gewissen angeblichen Inzidenzzahl, dann sollen Berufsschulen komplett auf Fernunterricht umstellen, aber das ändert sich ja eh alle paar Tage, also da lohnt sich eigentlich kaum noch drüber zu reden, weil das so verschwurbelt ist, da wird wohl jeder, der ein kleines bisschen mitdenkt, der ein kleines bisschen nachdenkt, ja, mit Vollgas gegen die Wand rennen wollen, beziehungsweise ja, so Double-Face-Form oder so, was einfach nicht nachvollziehbar ist. Söder ist aber nicht der Einzige. Es gibt noch eine Meldung von unserem lieben Paranoiabach, der Arzt, dem die Frauen in diesem Land vertrauen. Ich wollte ein kleines Wortspiel machen, also ich hoffe nicht, dass dem ernsthaft jemand vertraut, aber auch das muss selbstverständlich jeder selbst wissen. Er fordert nun, dass zumindest nach Weihnachten doch die Geschäfte geschlossen werden müssen, denn die Zahlen, wir haben ja dazu den angeblichen exponentiellen Anstieg gebremst, kann dem Söder und dem Lauterbach bitte endlich mal jemand erklären, wie Exponentialfunktionen funktionieren? Danke. Aber die Zahlen müssen ja runter und deswegen müssen ja unbedingt die Einzelhändler, die Einzelhandelsgeschäfte geschlossen werden, weil wir wissen ja, da fallen sie alle tot um. Ihr kennt das alle, ihr kommt irgendwie ins Kaufland oder so, oder ihr geht ins Edeka und da liegen links und rechts die Leichenberge, weil ach so gefährlich einkaufen zu gehen. Ja, ist jetzt alles ein bisschen zynisch, aber ernst nehmen kann ich es nicht mehr. Lauterbach fordert also Geschäfte zu, noch mehr Drangsalierungsmaßnahmen, noch mehr Wirtschaft kaputt machen, denn offensichtlich lässt sich laut Söder und Lauterbach der heilige Zombie-Virus nur besiegen. Völlig absurd, Menschen leben seit Jahrmillionen mit Viren und Krankheitserregern, gehört zur Evolution dazu, ist was völlig Normales, aber ja, okay. Im Jahr 2020 ist es offensichtlich nicht mehr politisch korrekt, wenn täglich zwischen 2.000 und 3.000 Menschen in Deutschland versterben. Völlig normal, also auch ohne Zombie-Seuche, das ist halt einfach die normale Sterblichkeitsrate in Deutschland. Im Sommer so 2.000 bis 2.500, im Winter 2.500 bis 3.000, hat selbst der Wieler mittlerweile erkannt, aber das darf ja nicht mehr sein. Mittlerweile haben wir ja Vollkasko Söder, der dafür Sorge tragen möchte, dass jeder Mensch endlos lange lebt, aber nur in der sterilen Gummizelle eingesperrt. Freiheit oder gar irgendwie mal so ein kleines bisschen was, so Spaß erleben mit Freunden, gemeinsam irgendwelche Aktivitäten, das geht gar nicht. Das ist eine Todesgefahr. Kleiner Spoiler, Herr Söder, das Leben endet grundsätzlich tödlich, also sollte man vielleicht auch mal im Hinterkopf behalten. Aber ja, warum sage ich euch das? Ich gehe davon aus, ihr wisst das. Es gab noch eine weitere spannende Aussage vom Lauterbach, der nun scheinbar der Meinung ist, wir müssen die Wirtschaft erst komplett kaputt machen, bis wir zufrieden sind, so nach dem Motto. Denn er zeigt sich ebenfalls mal wieder besorgt, was Silvesterfeiern angeht, denn diese wären, also man darf natürlich nicht Silvester feiern, tödliche Gefahr, ihr wisst ja, diese wären ein Fest des Alkohols. Also ich frage mich langsam, ob der Lauterbach irgendein verkappter Alkoholiker ist. Es würde mich nicht wundern, wenn man sich so die Optik anschaut, so vor allem auch die Zähne, das, naja, ich will ihm da nichts unterstellen, aber hat für mich gewisse Parallelen mit irgendwelchen Alkoholikern, die ich in irgendwelchen Reportagen im Privatfernsehen so vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof liegen sehe. Jetzt rein optisch wohlgemerkt. Privat kenne ich ihn nicht, ich will ihn auch nicht kennen, aber die ein oder andere, Überschneidung, die kann ich tatsächlich nicht von der Hand weisen. Ich für meinen Teil, ich trinke keinen Alkohol, ich mag das nicht, ich finde das ekelhaft, das wissen die Leute, die meinem Hauptkanal schon länger folgen, ja sowieso. Ich feiere trotzdem Silvester. Ich habe in den letzten 27 Jahren immer Silvester gefeiert, ich werde es auch im 28. Jahr tun, ohne mich zu besaufen, wohlgemerkt. Und ich frage mich wirklich, ob es möglicherweise daran liegen könnte, dass der Lauterbach ja selber ein verkapptes Alkoholproblem hat, wenn er allen anderen unterstellt, Silvester wäre ja ein Fest des Alkohols. Natürlich gibt es Menschen, die saufen sich die Birne weg. Wie gesagt, ein Stück weit Eigenverantwortung. Wir reden hier von erwachsenen Leuten. Wir wissen alle, wie gut Prohibition funktioniert hat, nämlich gar nicht in den USA. Da hat man dann die Keller gegraben unter den Kneipen, hat da heimlich Alkohol konsumiert, hat das Ganze in Teetassen ausgeschenkt, hat auch irgendwie funktioniert. So, natürlich gibt es Menschen, die besaufen sich zu Silvester. Natürlich gibt es Menschen, die übertreiben es. Aber man kann sich doch nicht hinstellen. Und 83 Millionen Menschen in diesem Land unterstellen, sie würden sich an Silvester so die Kante geben, dass sie dann übermorgen alle die Zombie-Seuche haben. Das ist doch völlig schizophren. Eventuell hat man den Lauterbach bloß noch nicht eingeladen zu einer Party. Vielleicht ist er deswegen ein bisschen verkretzt. Das kann ich irgendwo ein Stück weit auch nachvollziehen. Stellt euch vor, ihr seid immer der Einzige, der im Sportunterricht als letztes ins Team gewählt wird. Natürlich seid ihr dann irgendwann angepisst. Und natürlich wollt ihr dann auch, dass alle anderen keinen Spaß am Sportunterricht mehr haben dürfen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass es beim Lauterbach ähnlich aussieht. Vielleicht will er den Menschen nur die Freude an Weihnachten und Silvester verbieten oder die Freude nicht vermiesen, so rum, ihnen die Festlichkeiten mies machen, weil er selber noch keine Einladung bekommen hat, weil er vielleicht selber keine Freunde hat, die mit ihm feiern wollen. Fragen über Fragen, Mutmaßungen über Mutmaßungen. Aber ob wir darauf je Antworten finden, das wird sich natürlich zeigen. So, kann gut sein, dass nachher noch eine Eilmeldung kommt. Ich klicke mich gerade so durch die Medien. Wir machen dann morgen früh mit dem nächsten Vlog weiter. Und vielleicht eine kleine Erklärung für alle, die es
selbst nicht verstanden oder die nicht von alleine drauf gekommen sind. Ich dachte eigentlich, das wäre eindeutig, aber ich mache ja momentan so ein bisschen, ja, ich nehme ja die verbotenen Themen in Deutschland, Kritik am Heiligen Robert-Koch-Institut und der Sumpfsuppe, die ihr gefälligst alle konsumieren sollt, die mache ich ja momentan so ein bisschen comedy-mäßig mit dem Zentralrat der Glaskugelbesitzer. Und da gab es jetzt tatsächlich die Ersten, die offensichtlich nicht verstehen, dass sich der Zentralrat der Glaskugelbesitzer auf den Zentralrat der Fliesentischbesitzer bezieht. Ich meine, ich habe mich in einem Video sogar versprochen, jeder Internet-Neuling sollte dieses Meme kennen. Googelt Zentralrat der Fliesentischbesitzer, bekommt eine Bandbreite an Fotos, drei Leute um den Fliesentisch herum mit verschiedenen Unterschriften. Der Zentralrat der Fliesentischbesitzer ist empört. Der Zentralrat der Fliesentischbesitzer ist erfreut. Das Ganze ist, glaube ich, aus einer RTL2-Serie mal aufgenommen worden. Der Zentralrat der Fliesentischbesitzer ist ein Internet-Meme aus Steinzeiten. Und das habe ich logischerweise, weil ich es verdammt feiere, seit vielen, vielen Jahren verdammt feiere, jetzt ein bisschen umgemünzt auf die Glaskugelbesitzer. Also für die wirklich, tut mir leid, Dummköpfe, die jetzt zuschauen. Ich hoffe, dass ich eher die intelligenteren Nutzer habe und nicht die dümmsten anzunehmenden User, die sich da irgendwo beim Lauterbach und Konsorten rumtreiben. Aber für die Dummköpfe, die das jetzt gerade mitbekommen, der Zentralrat der Glaskugelbesitzer zielt ab auf den Zentralrat der Fliesentischbesitzer, ist natürlich satirisch gemeint. Und ja, ich habe ja sogar die Satire-Warnung in den Videos angesprochen und dient dazu, den ganzen Irrsinn in seiner vollen Pracht ad absurdum zu führen, zu zeigen, wie verrückt das Ganze ist. Aber traurig, dass man mittlerweile auch Satire und fast schon Comedy erklären muss. So viel zum Thema Deutschland im Jahr 2020.